Hallo und herzlich willkommen zurück auf Schalter 3 unserer Folge Pokémon Unite. Ja, heute versuchen wir mein Level Up auf Level 24 zu machen und das Ganze probieren wir mal im Fang Cup. Ich finde den Fang Cup voll kreativ, also ich finde die Idee dahinter voll gut. Ich war noch nicht so erfolgreich in dem Cup, aber nun gut. Ich würde sagen, wir kriegen das schon hin. Ich habe ein paar neue Pokémon, die wir ausprobieren können. Also die ich in einem Video, glaube ich, noch nie gespielt habe. Also ein bestimmt und Psyana auch nicht. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir mal mit Durlaron an und spielen dann noch eine Runde mit Psyana. Oh, jetzt müssen wir aber erstmal hier Gegner finden. Das dauert so ewig bei diesem Spiel. Entschuldigung. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier noch mal Gegner finden heute. Können ja mal einmal neu Fang Cup möchte ich. Der geht nur noch 3 Tage, da können wir jetzt auch noch mal ein, zwei Runden spielen. Ja, morgen ist der letzte Schultag in NRW vor den Ferien. Ich freue mich total. Und dann geht's auch morgen Abend direkt in Urlaub. Oh, entschuldigt, dass ich die ganze Zeit gähne. Da. Ich habe bis jetzt erst eine Runde mit dem gespielt und ich finde den ganz cool. Er sieht auch stylisch aus, ne? So muss man halt schon sagen. Ist halt ein cooles Pokémon. Und wir spielen den mit. Womit spielen wir den? Aber den mal ausprobieren mit Punktebeschleuniger. Probieren was. Und dann geht es jetzt gleich auch schon los. Spielt das eigentlich noch irgendjemand, dieses Spiel? Ich glaube, Pokémon Unite, das ist auch wirklich ganz, ganz, ganz wenig wird das, glaube ich, nur gespielt. Also es gibt natürlich viele, die das spielen, aber halt so im Vergleich ist Unite, glaube ich, eher so wie Pokémon Masters. Wird nicht so viel gespielt, glaube ich. Bei Unite wirklich eigentlich ist halt nur, das ist halt nur eigentlich ein gutes Spiel. Und das ist halt das Problem. Also ich mag's, es ist nicht für immer was, aber für gelegentlich kann man das doch spielen, nicht wahr? Hier können wir auch direkt mal den Elektroball besiegen. Sofern wir das natürlich schaffen. Ah, leider nicht geschafft. Schade. Drachenpuls hatte ich neulich gespielt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hier ist ein. Wie heißt das Pokémon denn? Tauros. Und der besiegt mich hier. Ja, das ist nicht schön. Das ist ja nicht schön. Das ist ganz und ja nicht schön. Was haben wir hier? Ein Kammer. Guck mal, den können wir doch mal uns hier holen. Das ist doch stark. Das ist gut. Ah, guck mal, oben haben wir Rotom auch gekriegt. Das ist auch gut. Jetzt holen wir uns hier noch Kammer. Oh, zack. Nehmen wir Drachenroute und Unite-Attack haben wir auch. Ready, super cool. Zack, 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 zack. So funktioniert das hier Stück für Stück.
Das ist geil, wie viele Uhren, wie viele Timer überall stehen. Jetzt holen wir uns hier aber nochmal die Station, ne? Knallen wir die mal weg. Zack. Was haben wir hier? Arktos, ja, drauf, da war. Zack, und da hat er. Leider habe ich ihn nicht gekriegt, da war der Gegner. Das ist immerhin besser als ja nichts, wa? Jetzt der Rotom hier. Kriegen wir den auch? Jawoll. Super. Und da bin ich tot. Kacke. Schade. Dann. Ich möchte eigentlich ja gucken, ob ich das noch schaffe, weil es gibt ja so eine Aufgabe, lande irgendwie mit Rotom drin oder so und so viele Punkte. Und die. Oh, weg da, weg da, weg da. Oh, lass mich doch in Frieden. Schon wieder tot, ich hasse das. Ja, ich glaube, ah, das wird, glaube ich, knapp. Schon. Ey Mann, wie hat er denn jetzt gelandet? Der wird doch ununterbrochen angegriffen. Versuche ich aber nochmal hier ein paar Punkte landen zu gehen, Leute. Ich möchte auch hier landen, ein paar Punkte. Das ignorieren wir jetzt mal einfach. Das ignorieren wir auch mal einfach. Ah, wir liegen nämlich im Rückstand. Aber so. Ja, das dürften wir trotzdem nicht mehr gewinnen, würde ich jetzt mal so grob sagen. Ja, guck dir, nee, nee, das wird nichts. Nee, ich glaube nicht, dass das was wird. Ja. Ah, wobei, jetzt die 100 Punkte, wenn jetzt von den Gegnern keiner mehr landet, dann, ja, mal gucken, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und es hat keiner mehr gelandet. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wer hier gewonnen hat. Wir. Cool. Wie viele Punkte habe ich gerade? 123. Das geht ja sogar. Super. Und es fehlt auch nicht mehr viel zu meinem Level ab. Und dann können wir mal einmal hier. Nehmen wir an einem Schnellkampf teil. 20 hier. Dann hier 50 Münzchen. Hier. Da. Zack und zack. Hier ist noch was. Und dort haben wir hier noch. 120. Wie viel fehlt jetzt noch? 25. Dann, das sollten wir doch jetzt in der nächsten Runde schaffen. Jetzt würde ich Psyana mal spielen. Psyana auch sehr starkes Pokémon. Also macht schon Spaß auch. Habe jetzt auch schon ein, zwei Kämpfchen mitgemacht. Also definitiv kein schlechtes Pokémon. Oh. Wobei ich jetzt hier nach den letzten Wochen tatsächlich auch weder viel Pokémon Go noch Pokémon Unite gespielt habe. Ja, so halb nur gespielt. In Unite habe ich jeden Tag so ein
die Belohnung abgeholt, die man halt so täglich fürs Einloggen kriegt und dann Pokémon Go auch nicht viel mehr. Das ist so ein bisschen im Moment, ich habe auch kaum GBR gespielt bis jetzt, diese Season. Ah, ja. Was soll man machen, ne? Jetzt sind die Ferien, jetzt ist ja vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit zum Spielen. Mal kurz einen Schluck trinken. So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. So, was haben wir denn hier? Für Pokémon. Ja, der Castellides-Kostüm ist halt auch schon geil. Ne? Der hier unten. Das ist schon geil, aber ich spare gerade auf den Fiaro immer noch. Da fehlen immer noch. Das sind doch, ich hatte glaube ich im letzten Video gesagt, man bräuchte da 60 oder 70 für, man braucht da 84 für. Ich bin jetzt gerade, oder über 80 auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gerade bei 64. Und ja, braucht dementsprechend halt jetzt noch so ein bisschen, bis ich die habe. Aber man hat auch irgendwie kaum die Möglichkeit, die irgendwie zu kriegen. Deswegen. Ach, ich krieg die schon zusammen. Psychoschock nehmen wir hier klar. Da ist er auch schon, der Kastellit. Wenn man davon spricht, da ist er auch direkt. Der ist schon 7. Ich hasse den. Castellit, ich mag den nicht. Komm schon, lass mich hier hin. Einmal eine Beere. Und dann direkt wieder hier. Rotom, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Warum kriegen die den denn? Das ist doch voll unfair. Der hätte jetzt mal uns gehören sollen. Mann, das ist doch Kacke. Da sieht man direkt kaum ist volle Stunde, da kommen schon die ganzen YouTube-Videos wieder rein. Ey, wie kann der denn schon auf 10 sein jetzt, dieser Zack, aber jetzt ist er tot. Der ist auch schon auf 10, warum bin ich denn erst auf 8? WhatsApp, das ist aufgetaucht, so den holen wir uns jetzt. Ich hoffe, den kriegen wir, bevor er mich kriegt. Nein, ich kriege ihn natürlich nicht. Jetzt hat er sich wieder voll. Das ist so eine Kacke. Ach, die haben auch schon beide von unseren Zungen geholt. Hammer. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir die untere auch noch kriegen. Jetzt bin ich ja wieder voll geheilt. Jetzt setze ich einfach. Na ja, komm, dann gucke ich mal hier jetzt nochmal bei Zapdos. So, jetzt heile ich mich nochmal so und jetzt müsste ich den auch kriegen. Oh Mann, warum kriege ich den denn nicht? Das ist so Betrug. Ach, wir sind alle voll. Ja, dann lass uns mal gucken, dass wir Punkte weghauen können. Weghauen gehen.
Nochmal. Und jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Nein, oh, ich bin so bescheuert. Was mache ich denn? Och, warum habe ich nicht direkt gemacht? Ach. Diese Drecksgegner. Ich könnte nicht nur eine Sekunde länger brauchen. Ah, schön 100 Punkte verschenkt. Ja, 50 Punkte, ne? Jetzt gehe ich die aber landen. Jetzt hole ich sie mir. Jetzt. Bin ich bescheuert oder ist das Ding schneller? Komm schon, bitte, pass. Bitte, 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 bitte. Oh Mann! Ey, was ne Kacke! Jetzt haben wir bestimmt verloren, oder? Da gehe ich jetzt mal von aus. Ja, wobei die 100 Punkte da auch nichts mehr gebracht hätten. Oh, Kacke! Aber ich habe mein Level up. Nee, teilen tun wir das nicht. So. Gut, nicht wahr? 28 Kämpfe. Oh, Erfolge gibt's was Neues. Und Freunde. Guck mal, jetzt war Freunde. Oh, Anfragen. Ach, das ist die mit dem. Mit dem Nitomid gewesen, mit dem Kostüm. So, und was haben wir hier? 300 mindestens. Naja, dann können wir hier noch, wie viel gibt's? 80 ab. Nee, es ist nicht Kampf, doch, nee, getragene Items. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Zeugnisse kriegt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht ihr noch einen schönen Tag, schöne Ferien und ciao, Leute.